Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Quake 3 Arena in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Quake 3 Arena in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 1999. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist eine Metallbox, die Limited Collector's Edition zum Spiel Quake 3 Arena. So sieht es aus. Hier oben lesen wir einmal in schwarzer Schrift Quake, wobei das Q hier das Logo von Quake ist. Dann hier in der Mitte diese drei Striche, also das Logo von Quake 3. Und hier unten lesen wir dann noch Arena, ID und dann noch der Hinweis, dass das Ganze nicht für Minderjährige ist, sondern hier steht Mature Ages 17 Plus. Also man sollte hier am besten 17 Jahre und älter sein. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Also hier rundum beschriftet und auch jeweils der Schriftzug sowohl auf dem Deckel als auch hier an den Seiten ist immer geprägt. Ebenso auf der Oberseite, wie gesagt, und ansonsten hier glatt in Silber. Die Box ist recht ungewöhnlich, denn der Deckel, der lässt sich hier nicht klappen oder abmachen ganz regulär, sondern der lässt sich hier so aufschieben. Also wir haben hier so links und rechts dann eine Schiene. Jetzt sehen wir auch, dass der Deckel hier komplett geprägt ist, also nicht nur die Schriftzüge, sondern hier auch die Logos und generell hier dieses ganze Artwork sieht so aus wie so Platinen und irgendwelche Schaltkreise. Also alles hier geprägt. Und das ist dann der Inhalt. Wir haben hier zum einen mal das Spiel an sich, also Quake 3 Arena für den PC. Dann gibt hier mittlerweile so ein Booklet, also so ein Handbuch. Dann eine kleine Karte hier von Activision, um sich zu registrieren. Und dann haben wir hier noch einen Flyer mit Quake 3 Merchandise. Genau, so. Dann packen wir die Box wieder zusammen, also den Boxdeckel hier wieder so drauf, hoppala, so drauf schieben, ist gar nicht so einfach, aber jetzt, so. Und dann starten wir wie immer mit dem Spiel an sich, das ist hier die Spielehülle, natürlich hier wieder beschriftet mit Quake 3 Arena, auf der Seite ebenso und auf der Rückseite haben wir hier Englisch die Info zum Spiel, was uns hier erwartet. Dann hier unten noch weitere Details und zwei Fotos oder zwei Screenshots aus dem Spiel. So, das ist ja nicht mal ein Booklet, sondern wirklich hier nur so ein Einleger, das Cover. Die CD sieht dann so aus, die Spieledisk. Okay, hier lesen wir sogar spannend Windows 95 und 98. Ja, das waren noch Zeiten. Und dann haben wir als nächstes diesen Flyer hier. Also es gab damals auch schon Merchandise für Quake. T-Shirts, Kappen und was auch immer das hier ist. Sieht für mich ein bisschen so nach einem Mauspad aus. Auf der Rückseite wird noch Werbung gemacht für ein anderes Spiel. Star Trek Voyager Elite Force. So, dann haben wir diese Karte hier von Activision. Die kann man dann auch hier oder konnte man damals entsprechend hier abschicken. Hier konnte man sich registrieren. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Handbuch. Also das kommt hier im Hochformat. Und hier wird einfach nochmal kurz beschrieben, worum es in diesem Spiel geht. Auf was für Charaktere man hier trifft, beziehungsweise was für Gegner, wie man das Ganze installiert. Und dann eben Infos zum Spiel. Also was gibt es hier für Freunde oder Feinde? Hauptsächlich natürlich Feinde. Dann haben wir hier eine Übersicht der einzelnen Waffen. Das sind die einzelnen Waffen. Dann natürlich irgendwelche Power-Ups oder zusätzlichen Items, also von Rüstung über Flaggen, Power-Ups etc. So, dann haben wir die Umgebung, also die einzelnen Maps und wie man sich auf diesen Maps verhält oder was es hier zu beachten gilt. Das Menü, Multiplayer und. Ja,
Dann hier noch die Befehle bzw. die Steuerung zum Spiel. Menü. Dann die Kurztasten. Und das war's. Zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits. Ja, und so viel zu diesem Handbuch. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Collector's Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Broschüre, das Handbuch zum Spiel. Dann diese Registrierungskarte hier für Activision. Der Flyer mit Merch etc. Und natürlich das Spiel an sich für den PC, Quake 3 Arena. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser Collector's Edition, Quake 3 Arena. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Quake 3 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.